Was hast du da alles drin jetzt? Avocado, Creme Vega und Tomate. Mhm. Da muss aber noch was rein. Was kommt da noch rein? Oh. Kräuter. Ja. Guten Morgen. Und für mich gibt es eine Banane. Ich habe nämlich gerade mega Sodbrennen. Ja. Heute ist Mittwoch. Der erste Tag vom Lockdown. Gelle? Mhm. Calvin hat ja schon seit Montag Homeschooling. Und das ist echt super geregelt von der Schule. Die machen mit Zoom-Meeting die ganze Zeit. Ich brauche einmal das Salz. Da, auf der Fensterbank. Ah, Paket. Mach ihn mal weg. Bobby ist nicht so richtig ganz aufgegangen, aber er hat ja noch das Aroma wahrscheinlich entfaltet. Das war der Randy Randolph. Ich habe was bestellt. Bei Amazon. Und zwar. Willst du mal probieren hier? Stoffwindeln, diese Mullwindeln. Probieren, ja. Probier ich. Ich kann den Leuten auch mal zeigen, was ich hier gemacht habe. Zeig mal, was du gemacht hast. Nämlich hier so ein Kräuterquark, da ist jetzt drin Porree, also der Porree, der ist noch im ganzen Stück gewesen, deswegen habe ich den rausgeholt, aber der Geschmack ist trotzdem drin. Ja. Avocado, Salz, Pfeffer, Creme Vega und Tomate. Super. Und schmeckt lecker, ich habe es probiert, ich habe den Fingertest gemacht. Lass es dir schmecken und gesund ist es auch. Gelle? Ja. Also, das sind Mullwindeln. Wir brauchten noch mehr, haben wir beschlossen. Wir haben ja 10 weiße geholt und jetzt habe ich noch mal 30 bestellt. 10 sind schon mal da, die sind schön bunt. Und da ist ein Rabattcode drin. Für was anderes. Für Beauty. 12% Rabatt. Man muss in einer Parfümerie einkaufen und den Code mitbringen. Ja. Das geht nicht, weil alle Parfümerien sind geschlossen und sowieso. Ja, würden wir keine Parfümerie einkaufen gehen. Oh, die sind schön. Guck mal, die kriegt Livia dann Rumpopo. Dann kann sie da ihre Geschäfte drin verrichten. Ja. Du willst ja nicht dran denken. Nein. Ja, jedenfalls ist heute der Tag, der erste vom Lockdown. Bernd ist oben und richtet sich das Büro ein. Ich muss gleich mal duschen und so. Ich bin noch im Gammel-Outfit. Wir haben nämlich nachher Hebammentermin. Und da geht es heute auch um die Geburtsplanung. Ja, ich bringe jetzt die Windeln zu unserem... Zeige ich euch. Ich habe hier nämlich extra ein Regal, wo alles fürs Wochenbett ist. Das zeige ich euch dann in einem Video. Und jetzt gehen wir mal zum Bernd gucken, was der so macht. Bernd, alles gut? Die Öffentlichkeit kommt zu dir. Nee? Was? Ich hab meinen Opa-Schlüpfer an. Ich film dich nicht. Oh wow, hier ist ja voll aufgeräumt. Ja. Wir sind schon auf dem Weg zur Hebamme, zur Vorsorge. Und heute wird das Geburtsplanungsgespräch gemacht, die Akupunktur wieder und Hippie-Test, CTG. Eisenwert, ganz wichtig, das sage ich auch heute, soll sie auf jeden Fall heute machen. Ja, und mich fragen immer schon alle so, oder haben viele schon gefragt, so, ob ich es jetzt leid bin und dass ich, ob ich jetzt so froh bin, wenn es vorbei ist und so. Und ich habe immer gesagt, nein, also obwohl ich so am Jammern war und mir so schlecht ging, war ich die ganze Zeit noch nicht fertig damit. Aber heute, ne, habe ich erst einmal zu dir gesagt, was? In den Tagen bist du schon dann.
Ja, ich bin am Jammern, aber ich habe nie gesagt, ich will, dass das jetzt vorbei ist. So. Ja, aber so, ne? Das sage ich heute zum ersten Mal. Was? Das gibst du schon seit Wochen? Ja, seit so, Monaten habe ich das, so bin ich so am Jammern. Ja, und nein, nicht am Jammern, aber so, dass du froh bist, dass es ja vorbei ist. Oder? Aber heute habe ich es ausgesprochen. Ja, dass ich, und nächst, also heute ist Mittwoch und nächste Woche Samstag ist 37 plus 0, also von da dürfte sie kommen, wäre es kein Frühchen mehr und wir könnten im Geburtshaus entbinden. Und dann wollte ich mal fragen, ob wir das irgendwie fördern können. Also ein paar Sachen weiß ich ja, aber ich will das nicht einfach machen ohne die Hebamme. So, ich will das mit ihr absprechen, dass sie da, ne? Hand anlegt. Nein, aber vielleicht kann die mir schon mal so einen Nelken-Tampon-Mischung da machen und sowas alles. Nelken-Tampon? Ja. Dann steckst du in der Foto. Ja. Nein, aber. Ja, dann ist irgendwie so ein Nelkenöl und keine Ahnung, was da alles bei ist und dann wird da ein Tampon drin und dann, ne? Ja, ja. Kommt es dahin, wo alles rauskommt. Genau, und dann, das könnte ich ja dann einführen selber, dann an dem Samstag oder wann auch immer sie sagt. Wie machst du denn deine Fusseln? Die Fusseln muss ich richten, damit ich wieder so einen schönen Kommentar bekomme. Soll ich das drin lassen? Das Fusseln. Ich habe mal einen ellenlangen Kommentar bekommen, warum ich mir in meine Haare greife. Meine Fusseln immer so hin und her. Das war kein Kommentar, das war eine E-Mail. Und ich glaube, die war anderthalb DIN A4 Seiten lang. Die war richtig, richtig lang. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben, mich richtig runterzuschicken. Ja, da hatte ich aber halt das schon, boah, wie lange ist es her? 2 Jahre? Ja. Ja, jetzt habe ich einen Pony und jetzt fallen die mir nicht mehr ins Gesicht. Nicht mehr zu fusseln. Und trotzdem fussel ich noch rum. Extra. Vielleicht kriege ich wieder so einen schönen langen Brief. Also was Menschen sich für Zeit nehmen. Das war lustig, dass sich Menschen so viel Zeit nehmen, mich so zu hassen, mir solche Briefe zu schreiben. Wie viel Zeit muss ein Mensch bitte haben? Ja, also der hat mich anderthalb Seiten lang runtergeschickt, so wie doof wir sind und dass ich fusseln habe. Ja. Runtergemacht. Ja, runtergemacht, runtergeschickt. Ja. So. So, und da habe ich, ne, was Menschen für Zeit haben, einfach. Ja, jetzt waren wir aber bei Nelkentampon. Genau. Und jetzt ist alles so, also. Nein, das ist ja nur diese Flüssigkeit. Den Tampon kann ich ja selber da drin dippen. Anscheinend ja nicht. Ja, also. 2 Kilometern rechts halten auf die A1. Genau. Ich habe jetzt einfach keine Lust mehr. Es wird alles immer beschwerlicher. Der Bauch ist immer mehr im Weg. Wenn ich mich nachts umdrehen möchte, dann mache ich wie so ein Walross. Das machen Sie wieder bei der Eswo, das Bild gestern gesehen. Mann, hör auf. Ich bin nachts wach. Ich habe jetzt 2 Tage nicht gevloggt. Das habt ihr nicht mitbekommen, weil ich hatte viele Vlogs vorgedreht. Bin ich aufgestanden, habe nachts einen Kuchen gebacken, der noch nicht mal geschmeckt hat und so, weil ich einfach nicht mehr schlafen kann. Lecker. Ja, danke, dass du mich aufbauen möchtest. Ja, wir haben noch ein ganzes Blech davon. Ja. Tu dir keinen Zwang an. Die ganze Mannschaft. Ja. Klaus da ergeben. Das war 1,5 Kilo Kuchenteig. Können wir morgen den Jungs geben unten. Jedenfalls, gestern war ich noch in der Badewanne, ich hatte wieder diese Wehen, die, was auch immer, Senkwehen, Übungswehen, die werden immer stärker und immer schlimmer, dass ich wirklich zwischendurch durchatmen muss und dann tritt die auch noch dagegen, also mein Bauch wird steinhart wie eine Betonkugel und sie meint dann noch, die muss ihren Arsch dagegen drücken, das tut so weh, das ist so unangenehm. Permawehen. Ja. Und Calvino sagt immer, er macht sich Sorgen, wenn ich dann halt so sage, ich habe da meine, was auch immer, Übungs- oder Senkwehen. Dann sage ich, das ist ja nichts Schlimmes. Das ist halt unangenehm. Das ist so zu beschreiben, ein bisschen wie so ein Krampf im Bein, so. Im Bauch halt. Nee, schlimmer nicht. Das hört man laut von dir, ich denke, es geht los. Ja, das ist halt enorm nervig. Ich habe es ja jetzt auch nicht erst seit einer Stunde. Das ist ja jetzt seit Wochen. Und dann kriege ich keine Luft. Also selbst reden
fällt mir manchmal schwer. Und ich hatte einfach keinen Bock zu vloggen 2 Tage, weil ich lag hauptsächlich auf dem Sofa. Kann ich euch ein Video machen? 20 Minuten, Ela liegt auf dem Sofa und guckt. Ja. So Geräusche wie das Murphy, wenn man Tag angehalten. Der Streckenführung weiter folgen. Ja, und ich gehe mir halt selber auf den Keks. Immer mehr. Und dass ich jemals sage, ich möchte, dass eine Schwangerschaft vorbei ist, hätte ich niemals gedacht. Tja, es geht weiter. Ja. Aber ich habe 10 Jahre darauf gewartet, nochmal schwanger zu sein. So, also dieses Gefühl, ich fand es so schön beim ersten Mal. Und vom dritten vielleicht wieder schön. Ja. Gestern war ich in der Badewanne und habe mich rasiert. Also, ja, ich sehe ja schon seit Wochen nicht mehr, was ich da tue. Das sieht aus. An einer Seite ganz lang, also so fleckenweise ganz lang, ein Glatze dann da und da ist wieder lang. Oh. Unglaublich. So. Ja, es war nicht möglich zu filmen bei der Hebamme. Oder im Geburtshaus eher gesagt. Es war sehr voll, wie immer. Da ist immer viel los, ist halt, die sagen immer, ja, Corona-Babys und so. Ich mache mir gerade hier was zu essen. Wir hatten heute Mittag Burger. Da sind noch welche Reste. Mache ich mir jetzt noch einen Burger. Und das ist von gestern noch ein Rest. Hier, da hatten wir so einen Bohnen-Tomatensoßen-Topf mit Reis gemacht. Ja, und ich mache mir jetzt noch einen Burger. Erst esse ich noch den Rest von heute Mittag. Bernd ist noch mal oben im Büro. Okay. Das hat er sich ja eingerichtet heute, hat seinen Computer da aufgestellt. Und ja, arbeitet jetzt noch ein bisschen. Und Calvino hat sein Homeschooling auch alles geschafft. Das läuft echt super mit der Schule. Also die machen per Zoom immer diese Meetings. Das läuft richtig, ja, klasse da. Das war in der Grundschule voll Katastrophe. So, euch mal eben hier abstellen. Ja, wir hatten ein Geburtsplanungsgespräch heute. Und die hatte schon einiges aufgeschrieben, was ich ihr immer so zwischendurch erzählt habe. Also so zum Beispiel, dass ich keinen Schnitt möchte, dass ich lieber reißen möchte und dass ich gerne in die Wanne entbinden möchte. Also für die Geburt. Aber ja, das, keine Ahnung, ich bin auch offen für andere Sachen, dass ich auf mich zukommen. Aber halt so, ja, haben wir drüber gesprochen. Jetzt ist alles aufgeschrieben und ab nächste Woche Samstag dürfte ich dann auch dort entbinden. Das ist echt Wahnsinn, wie schnell die Zeit rumgegangen ist. Unglaublich. Aber sie hat gesagt, so geburtseinleitende Sachen würde sie nicht machen, weil... Oh, Baby, sorry. Weil sie sagt, die Geburt ist immer einfacher, wenn es natürlich startet. Also lieber haben Sie Geduld, hat sie gesagt, es wird schon und so, ja. Also gedulde ich mich natürlich. So. Und erstmal hier den Burger zusammenstellen. Machen wir immer so einen Riesenburger. Das. Röstzwiebeln. Fleisch, Smurfy runter. Ey, gehst du runter? Da, ich habe den jetzt mal für euch aufgeschnitten. Lecker, oder? Wer klingelt denn jetzt? Tada! Wer hat geklingelt? Irgendein Mensch. Amazing. Ja, mal gucken, was drin ist. Wir haben heute 3 Mal von Amazon bekommen. Einmal heute Morgen die Windeln von DHL. Dann die Patronen für den Füller. Per Post und jetzt wahrscheinlich wieder Windeln per Amazon-Lieferung.
Danke. Bevor du wieder wehtust, da irgendwas kaputt reißt. Gibst du mir ein Messer, bevor ich mir wieder wehtue? Ja, noch mehr Windeln. Echt jetzt? Ja. Für mich auch welche dabei? Brauchst du auch Windeln? Nein, ich will die Baum machen. Das ist die Öko-Baumwolle. Ja. Den Cookie-Dough-Kuchen. Cookie-Dough-Kuchen, so schön. Aber das ein Junge wird doch und kein Mädchen. Ja, egal. Alles in rosa. Nee, das ist nicht nur rosa, das ist auch Eul. Das ist auch pink. Und pink und lila. Das ist schon sehr rosa-lastig, aber egal. Er wird sich nicht dran erinnern, wenn er groß ist. Dann müssen wir üben, wie man das macht mit dem Wickeln. Ich habe da schon so ein Video gesehen. Du auch? Was? Hast du auch schon ein Video geguckt, wie man das faltet? Nein. Ich kann es von dir zeigen. Okay. Das heißt aber nicht, dass ich ein Experte bin. Hier in der Anti-Vegan-Gruppe. Ich? Ich ernähre mich schon seit einer Woche vegan und kann schon einen positiven Effekt feststellen. Der Hund bettelt nicht mehr, was ich esse. Ja. Ich will alles essen. Wo ist das hin, Essie? Bist du doof? Hast du jetzt schon aufgegessen? Was ist das denn? Was ist das Licht da? Muss ich noch ein paar Mal gucken, die Videos, ja, glaube ich. Ja, egal. Erstmal muss das Kind kommen. Erstmal pressen. Press, press. Ist Murphy? Ich fange, ne? Hat er aufgefuttert, sein Ding? Nein, ich bin zu hart. Zu viel Arbeit. Hallo, ich bin Elias Wald aus Fachgebiete 3. We love to entertain you. Nur Teiter? Nur eine Runde Teiter gehen? Wie das hier aussieht. Wie, als ob ein Kind gespielt hat, aber Hund. Etty? Etty, Etty. Was macht er? Ich bin festgedrückt. Ich wollte euch noch irgendwas erzählen von der Hebamme, was ich noch nicht erzählt habe. Ach so, ja, dass der HB-Wert bei 10,8 ist und dass es in Ordnung ist, hat die gesagt. Also ich muss jetzt nicht mehr nehmen, ich nehme ja dreimal am Tag diese Eisentabletten. Aber ich soll auch nicht weniger nehmen. Er ist halt in Ordnung, so wie er ist. Und ja, alles ist gut. Ja, Bernd ist jetzt nochmal mit dem Smurfy rausgegangen und ich gehe jetzt schon mal mich Bett fertig machen mit Calvino und dann gehen wir alle schlafen. Wir sind schon wieder müde. Ich weiß auch nicht, wir sind immer müde. Nicht ganz besonders, aber ich schlafe auch teilweise echt schlecht. Ich wache dann um 1 Uhr auf, dann bin ich wach bis um 5, dann schlafe ich nochmal bis 6. Heute Nacht durfte ich durchschlafen. Also durchschlafen, dann werde ich halt nur ab und zu wach, drehe mich dann um und dann kann ich Gott sei Dank weiter schlafen. Aber ja, das ist eher selten. Meistens werde ich wach und bin dann wach. Und deswegen bin ich halt einfach echt müde. Fehlt der Schlaf. Der Körper übt, glaube ich, nachts wach zu bleiben. Ja, gut. Also wir machen uns jetzt Bett fertig und wir danken euch fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.